Ich bin die Hermine vom Kanal Cleaner Living Journey. Und mein Name ist Max. Und heute haben der Max und ich uns ein etwas anderes Format überlegt. Damit du ausreichend vorbereitet bist für die harte Öko-Welt da draußen und weißt, was du einem Öko lieber nicht an den Kopf knallen solltest. Falls du dieser, sagen wir mal eher, seltenen Spezies doch begegnest. Und zwar teilen wir heute mit euch die Top 40 Dinge, die man besser nicht zu einem umweltbewussten Menschen oder auch Öko sagt. Viel Spaß. Ökos sind naive Gutmenschen. Weißt du, ich will ja was für die Umwelt tun, aber nachhaltig leben ist mir einfach zu teuer. So, wäschst du dir also jetzt halt nicht mehr die Haare, oder wie? Schön und gut, aber eine Frage habe ich da noch. Sag mal, bist du nicht die ganze Zeit am Rumpupsen wegen der ballaststoffreichen pflanzlichen Ernährung? Stell ich mir irgendwie schwierig vor. Du rasierst dich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr, oder? Was? Du benutzt kaum noch Toilettenpapier? Boah, es ist ekelhaft. Ach, diesen Bio- und Fairtrade-Siegeln kann man doch eh nicht vertrauen. Ja, in einer Stadt ist es absolut unmöglich, sein Leben auf Zero Waste umzustellen. Sollen wir deiner Meinung nach wieder zurück zur Kutsche oder was? Okay, das heißt also, du bist auch eine Spaßbremse, ja? Ha, interessant. Öko-Tante. Ich bin doch nicht wahnsinnig und pflanze jetzt alles selbst in meinem Garten an. Außerdem habe ich eh keinen grünen Daumen, da würde sowieso alles eingehen. Klimawandel ist doch eh eine Lüge, die Wissenschaft ist sich da noch nicht ganz einig. Umweltbewusst und nachhaltig unterwegs sein? Das heißt doch übersetzt, wir schaffen alles ab, was irgendwie Spaß macht und schön ist. Langweilig. Oh. Ich mache Fitness. Ich kann mich nicht pflanzlich und nachhaltig ernähren. Also das, was du jeden Tag machst, ja, das ist absolut realitätsfern. Außerdem ist es eh schon zu spät. Was willst du denn als kleiner People schon erreichen? Lächerlich. Du musst doch bestimmt irgendwas vermissen, oder? Weißt du, dieses nachhaltige Leben und so, das ist mir alles irgendwie zu alternativ. Also du wählst dann auch die Grünen, oder? Was ist denn mit dir falsch? Du warst im Urlaub in Australien und willst mir was von Umweltbewusstsein erzählen? Du bist sowas von unglaubwürdig. Amateure. Gehst du ab jetzt auch nicht mehr shoppen? Ah, okay. Du wirst jetzt also sowas wie ein Selbstversorger? Mhm. Interessant, ja. Trägst du ab jetzt auch nur noch Schlabberhosen, oder wie? Wie Zähne putzen ohne Zahnpasta. Ekelhaft. Uah. Also ich nehme jetzt an, du willst eher nichts vom Fleisch- und Wurstteller, oder? Aber jeder weiß doch, dass Veganer total viele Mangelerscheinungen haben. Da fehlt's doch an allen Ecken. Trinkst du jetzt nur noch grüne Smoothies oder was isst du so? Weißt du, ich würde ja so gerne, aber ich habe einfach keine Zeit selbst zu kochen. Mein Kalender ist einfach randvoll. Du rasierst dich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr, oder? Oh, Hippie. Ach, nachhaltig leben ist doch nur wieder so eine neue Ersatzreligion. Also Ökos, ja? Die kaufen ja nur noch Secondhand. Also auf Milch würde ich wirklich nicht verzichten. Milch ist super wichtig für die Knochen. Wow, das sieht da richtig lecker aus auf deinem Teller. Aber woher kriegst du da jetzt deine Proteine her? Moralapostel. Hast du die auch gerade gesehen auf der anderen Straßenseite mit den Ökosachen? Boah, waren die hässlich. Warte, was? Du isst doch Fleisch? Also bei mir ist es so, ja. Ich kann im Alltag nicht auf Plastik verzichten, weil ich einfach gar keinen Unverpacktladen in meiner Nähe habe. Dabei würde ich so gerne. So. Du hast also doch ein Auto? Aber sag mal, da kann ich mir doch gar nicht mehr die Haare färben, oder? Ich dachte, wenn jetzt mal so einige Vorurteile gegenüber Ökos und die Hermine und ich fragen uns natürlich, was ist so dein absoluter Favorit? Pack gern deinen Senf unter das Video und schau auch gerne mal bei der Hermine vorbei, um dir deine tägliche Ration Green Spirit abzuholen. Achso, bevor ich es vergesse, was sagt uns eigentlich das heutige Video? Dass Vorurteile, glaube ich, genauso unnötig sind wie eine Plastiktüte um eine Melone gewickelt. Schönes Wochenende dir. Ciao.